So, willkommen zurück. Ich habe noch ein kleines Video zu HTTPS vorbereitet. Die Frage ist ja, müssen Sie sich jetzt selber als Entwickler oder Entwicklerin mit den Zertifikaten herum ärgern? Und da ist die Antwort eigentlich nein. Und das würde ich gerne noch kurz darstellen. Also das heißt, wenn Sie einen abgesicherten Webserver haben wollen, gibt es normalerweise vor dem Server, dieser blaue Pümpel, hier ist Ihr Server, Application, einen weiteren Server, einen sogenannten Webserver, der als Reverse Proxy funktioniert. So ein Webserver ist normalerweise Nginx oder ein Apache oder was Vergleichbares. Was jetzt normalerweise passiert, ist, dass bei dem Webserver jetzt der ist das, was in meinen vorherigen Folien immer der Server war. Und der macht jetzt dieses ganze HTTPS-Thema. Das heißt, das Schöne ist, Sie können das HTTPS-Zeug ist hier relativ rechenintensiv. Das heißt, Sie können das auf eine andere Maschine auslagern. Und da gibt es eine Maschine, die sozusagen TLS-Terminierung ist in Anführungsstrichen. Das heißt, alle Clients, die es so gibt, reden über TLS oder HTTPS mit dem Ding. Und danach geht es aber unverschlüsselt weiter, weil Sie im Intranet Ihrer Firma sind. Was dazu führt auch, dass Ihr Server normal programmiert werden kann mit HTTP. Und nur der Administrator muss sich sozusagen ums HTTPS kümmern. Was muss er tun? Ihr Webserver muss ein vernünftiges Zertifikat besitzen. Man kann mit Tools wie OpenSSL sich auch selber eins basteln. Dann haben Sie aber so einen Sicherheitswarnhinweis. Oder Sie brauchen halt ein Zertifikat, also wo auch dieser öffentliche Schlüssel und alles drin ist, von einer öffentlichen Zertifizierungsstelle. Zeige ich Ihnen gleich mal an einem Beispiel. Basis für so ein Zertifikat ist, dass Sie sich selber so ein Public-Private-Key-Paar generieren. Ne? Also das heißt, das brauchen Sie ja, um diesen ersten Handshake zu machen und um die asymmetrische Verschlüsselung zu starten, damit Sie einen symmetrischen Schlüssel austauschen können. Also da gibt es aber Tools wie OpenSSL, wo Sie das mit zwei Handgriffen machen können. Und Ihr Zertifikat, das Sie dann erzeugt haben, speichern Sie in Ihrem Keystore. Ihren Server, dem sagen sie halt, nimm das Zertifikat, was du dann auslieferst, aus diesem Keystore. Wie das genau geht und was man da genau tun muss, das finden Sie zum Beispiel bei Mozilla. So, jetzt würde ich Ihnen gerne ein paar Sachen gerne zeigen. Wenn Sie, ich nehme jetzt mal wieder den Firefox, mit dem den kenne ich mich jetzt ein bisschen besser aus. Wenn Sie beim Firefox gucken und Sie gehen hier auf das Einstellungsmenü, ne? Einstellungen, können Sie, wenn Sie da Datenschutz und Sicherheit anschauen, können Sie da ganz runterkurbeln. Und Sie haben jetzt hier Zertifikate. Wenn Sie sich jetzt hier mal anschauen, Zertifikate anzeigen, das ist jetzt einfach ein ganz normaler Client irgendwo im Internet. Und wenn Sie sich das anzeigen, dann kann ich mir jetzt hier alle Zertifikate anzeigen, die dieser Client in seinem Trust Store drin hat. Ich bin jetzt nicht sicher, ob der Trust Store direkt unter dem Firefox hängt oder ob das der Trust Store von meinem Windows 10 ist. Aber irgendwo wird das Ding sein. Und jetzt sehen Sie hier sozusagen alle Zertifikate, die er so kennt. Das heißt, also die würde er dann akzeptieren. CA, Kamera, Firma SA. Drehen wir mal durch. Also Amazon haben wir hier. DigiCert. Also jetzt Sie sehen, da gibt es eine ganze Menge. Hier irgendwo war auch Let's Encrypt, glaube ich. Let's Encrypt Authority. Das hatten wir gerade eben schon in den vorherigen Videos gesehen. Das heißt, also in diesem Store sind jetzt sozusagen alle Zertifikate gespeichert, die es so gibt. Wenn Sie jetzt alle speichern würden, diese Endzertifikate von der Website speichern auch also in dem Zertifikat ist verkabelt, für welche Website das ist. Sodass Sie, also www.frosenheim.de hat jetzt ein anderes Zertifikat als www.hubeldubel.de. Und das heißt, wenn Sie jetzt all das, was es so gäbe, da speichern würden, dann wäre das ein sehr großer Datenaustausch, weil ständig neue Webseiten entstehen. Also muss man da irgendwie eine Möglichkeit finden, das hierarchisch zu sortieren. Deswegen gibt es sozusagen so eine Oberauthority, sehen Sie hier, wie nTrust Inc. Und dann gibt es Unterzertifikate und Ihr Zertifikat hängt dann nochmal einen unten drunter, sodass es so eine Hierarchie gibt, eine Kette. Und dann gibt es irgendwie das, also, und was Sie als Zertifikat hier in Ihrem Browser, hier für Ihren Server verwenden, ist sozusagen ein Blatt und irgendwo ist die Wurzel, das ist halt irgend so eine zentrale öffentliche Authority. Kann man sich sehr schön anzeigen lassen, wenn man sich jetzt mal zum Beispiel TH Rosenheim anschaut. Und wir schauen jetzt hier mal auf das Rosenheimer Zertifikat. Da kann man sich jetzt hier mal die Details anschauen, Verbindung sicher, weitere Informationen. Und dann gucken wir hier mal bei Sicherheit nach.
und wir gucken uns das Zertifikat mal an. Dann zeigt uns der Mozilla Firefox eigentlich sehr schön, wie die Hierarchie ist. Also das www.throsenheim.de hängt unter dem DFN-Zertifikat Global Issuing CA. Das hängt wieder unter dem DFN Certification Authority 2 und das hängt an T-Telesec Global Root Class 2, was auch immer das genau ist. Und bei dem throsenheim.de ist wirklich verkabelt, für welche Webseite das ist. Und wie gesagt, das throsenheim.de ist dann beglaubigt durch das DFN-Teil, das ist wieder beglaubigt durch das Teil und das ist wieder beglaubigt durch das Teil. Und die Kette ist sozusagen durch Hashcodes und Fingerprints abgesichert, dass jetzt nicht einmal sich nicht jemand hier vielleicht, was ich das Ding faken kann oder sowas, das ist sozusagen sichergestellt. Also dass diese hier tatsächlich eine eindeutige Beziehung zwischen den Zertifikaten haben. Und deswegen brauchen Sie eigentlich ein Zertifikat für eine öffentliche Instanz und Sie würden dann von mir aus vom DFN-Verein einfach noch ein weiteres Subzertifikat bilden. Häufig kostet das Geld. Es gibt ein paar kostenlose Provider, deren Namen ich aber jetzt gerade nicht nennen kann. Und so können Sie sozusagen Ihre Webseite glaubwürdig machen. Das ist, wie gesagt, der Job von Ihrem IT-Admin, dass der das macht. Und der spielt das Zertifikat in den Webserver ein und damit ist Ihre Website gesichert sozusagen. Wenn Sie die Website umziehen und Sie von www.frosenheim.de nach TH Darmstadt umbenennen, müssen Sie brauchen Sie ein anderes Zertifikat, weil, wie gesagt, der Name ist ja im Zertifikat mit drin. So. Wie gesagt, Werkzeug, da kann man jetzt keine Übung machen. Ich denke, das kommt sicher in einer anderen Vorlesung vor, also vermutlich in IT Security. Kann sich das, also wenn man sich die Online-Doku durchliest, kann man sich sehr schnell auch ein eigenes Zertifikat selbst signieren. Das war mir jetzt zu aufwendig und bringt eigentlich auch nichts, weil, wie gesagt, Sie konsumieren ja das Zertifikat, was Ihnen dann Amazon liefert oder Ihr IT-Admin liefert. Wenn das jetzt alles so installiert ist, was ist denn da noch an Angriffen möglich? Vielleicht das nochmal ganz kurz. Also was nicht mehr möglich ist, ist, dass Sie mit dem falschen Server reden, weil Sie haben sozusagen dieses, das ist ja über diesen Trust Store sozusagen ausgeschlossen. Also weil der Server beweist ja seine Identität gegenüber dem Client mithilfe seines TLS-Zertifikates. Das muss halt von der vertrauenswürdigen Zertifizierungsstelle kommen. Die Kette habe ich Ihnen gerade so versucht, so ein bisschen zu skizzieren. Ist in Wahrheit noch ein bisschen komplizierter, aber für unseren Hausgebrauch reicht es. Abhören ist jetzt nicht mehr möglich. Sobald dieser Handshake stattgefunden hat, ist ja die Verbindung verschlüsselt über und mit einem Schlüssel, wo Sie wirklich sehr viel Rechenzeit brauchen oder vielleicht irgendwann mal einen Quantencomputer, wenn die soweit sind, um das zu entschlüsseln. Also nach heutigem Stand der Technik dauert es sehr, sehr lange, bis man das entschlüsselt hat. Einige haben ein bisschen Angst vor der NSA, die zeichnen wohl Teile des Netzverkehrs auf. Und das heißt, nur wenn sie jetzt was nicht entschlüsseln können, heißt es ja nicht, dass sie nicht in 10 Jahren einen Quantencomputer haben, der das dann kann. Insofern ist es jetzt nicht so 100.000-prozentig sicher, weil sie nicht sicher sind, welche Rechner werden in Zukunft erfunden. Und mit diesen erfundenen Rechnern können sie ja dann den Datenverkehr entschlüsseln, wenn sie wollen. Aber nach Ausgebrauch ist es halt sicher. Was kann man noch machen? Der Server weiß natürlich nicht, welcher Client mit ihm redet. Also ich könnte mit irgendeinem Client auf den Server halt zugreifen. Dazu muss ich halt mehr machen, nämlich die Authentifizierung machen. Aber das machen wir ja gleich noch. Ich kann versuchen, den Server kaputt zu machen. Das wäre jetzt also natürlich auch ein hübscher Angriff, indem ich versuche, Lücken im HTTP-Protokoll auszunutzen. Ich kann versuchen, eine Serverfarm aufzubauen, die dann den Server mit 1000 Requests platt macht. Der Server kann ja falsch programmiert sein, da gibt es also auch noch viele Möglichkeiten, den kaputt zu machen. Und ich kann versuchen, noch sozusagen Requests zu anzugreifen und so weiter. Das sind also alles andere Möglichkeiten, die sind in den sogenannten 10-OWASP-Angriffen dargestellt. Auch da würde ich auf eine andere Vorlesung verweisen. Also wie gesagt, schauen Sie sich die OWASP-Webseite an. Das sind so die Klassiker, sind da aufgelistet, auch nach der Reihenfolge, wie häufig das aufkommt. Wie gesagt, jetzt sind wir mit dem Thema HTTPS durch. So, wir sind jetzt relativ oberflächlich drüber geflogen. So für den Hausgebrauch müsste es aber reichen. Und wir werden uns jetzt mal anschauen, was machen wir denn jetzt zum Authentisieren? Also wie kann sich der Client jetzt am Server ausweisen? Und wie funktioniert das mit dem JWT-Token aus der Aufgabenstellung? Das kommt jetzt in den nächsten Videos. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis hierher.